bevor das Video anfängt, will ich noch kurz mal was sagen. Und zwar sind die meisten Aufnahmen in der Nacht, beziehungsweise etwas später abends, im beschissenen Licht aufgenommen worden, mit der Handykamera, außer freien Hand, so wie jetzt auch. Eigentlich würde ich dieses Video nicht hochladen, weil die Bildqualität nicht ganz so cool ist. Aber ich finde, das ist auch mal etwas, was ich so auch noch nicht gezeigt habe, beziehungsweise was ich so noch nicht gemacht habe. Also Bildqualität nicht ganz so geil, Story vielleicht interessanter. Heute mal ein bisschen anderes Video, um genau zu sein, die ganze Woche mal ein bisschen anderes Video. Ihr habt ja mittlerweile schon mehr oder weniger kennengelernt, was ich so unter der Woche mache, weil ich so unter der Woche tue. Bis jetzt ist ja so ziemlich eigentlich immer, was ich so abends mache, eigentlich eher relativ selten. Also abends versuche ich immer die Weltherrschaft an mich zu reißen. Wenn ihr wisst, wo es herkommt, schreibt es unten in die Kommentare. Heute, beziehungsweise diese Woche, will ich euch mal mitnehmen und immer so sagen, zeigen, was ich abends immer tue. Wir haben es mittlerweile Montagabend, oder was heißt Montagabend, Montagnachmittag. Es ist 17 Uhr. Ich werde jetzt ins Bett nachher gleich, weil ich um 2 Uhr raus muss. Das heißt, ich mache nur eine 9er Pause. Ist in der Hinsicht her so, dass es ja halt heute, wie gesagt, Montag ist, beziehungsweise, dass es nur eine 9er ist. Das ist eher das Ausschlaggebende. Und in der 9er Pause mache ich eigentlich nicht wirklich viel. Gerade wenn ich morgens sehr früh aufstehen muss, ist so ziemlich fast das Einzige, wenn ich überhaupt noch was mache, ein bisschen Video gucken mit dem Tablet. Das ist so ziemlich fast das Einzige. Also wenn ich eine 9er Pause mache, gucke ich eigentlich nur Videos, weil wenn ich jetzt den Computer aufbaue und spiele oder zocke, dann verlinke ich da drin. Das werden wir die Woche definitiv noch machen. Also ich, das weiß ich jetzt schon. Genauso auch mit Videoschnitt oder sowas. Wobei mir ein Video noch fehlt, das muss ich noch die Woche suchen. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, dass ich auch dahin gucke und nicht hier aufs Display, weil ich filme das jetzt gerade mit meinem neuen iPhone. Ich denke mal, ich habe bis jetzt schon das Video gemacht, warum ich jetzt ein neues Telefon, warum ich mir jetzt ein iPhone geholt habe oder warum ich mich für das iPhone entschieden habe. Auf jeden Fall, für den heutigen Tag ist erstmal Aufräumen angesagt. Also, nehme ich noch das Mauskabel, das liegt eigentlich immer hier. Und da drüben liegt noch das Stromkabel vom Laptop. Den Laptop baue ich heute aber, wie gesagt, nicht auf, mit Absicht. Weil wenn ich den jetzt aufbaue, dann versinke ich da drin. Vielleicht baue ich den morgen noch, wenn ich irgendwo stehe, noch ein bisschen auf. Aber eigentlich will ich das heute definitiv nicht mehr tun. Ich werde das, wie gesagt, morgen. Ich habe die Gardinen auch schon alles zugezogen. Muss gleich noch das Fenster einen kleinen Spalt aufmachen, weil ansonsten beschlagen die Scheiben so extrem. Aber wenn ich jetzt die Scheibe aufmache, ist mir das einfach zu laut. Normalerweise ziehe ich auch nicht immer die Gardinen zu. Also das kommt immer auf den Parkplatz drauf an. Aber auf jeden Fall werde ich mich heute hier ganz genüsslich hinlegen. Ich schlafe immer zur Beifahrerseite, wirklich immer. Und werde hier neben mir nochmal mein Tablet ein bisschen aufbauen. Werde mir nochmal einen Hotspot damit machen. Und dann werde ich noch eine Runde Videos gucken. Vorsorglich YouTube. Damit man auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Das erstmal dazu, zu dem Video, was diese Woche entstehen wird, beziehungsweise was, das wird die komplette Woche wahrscheinlich passieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich Freitag auch mit reinnehme, weil Freitag ist ja eigentlich schon wieder Wochenende, oder ob ich da mal ein separates Video dazu mache. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht mache ich da nochmal ein separates Video. Videoschnitt werden wir wahrscheinlich, wie gesagt, auch noch die Woche machen. Das ist ja hier hinten das MacBook, das habe ich schon aufgeräumt. PC liegt noch oben im Rucksack und auch noch die ganzen Kameras, die liegen da auch noch. Also, wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht auch in einer Pause, längere Pause oder wie auch immer. Muss ich, wie gesagt, sehen. Also, bis morgen. Es ist Dienstagabend, 16.30 Uhr, habe ich jetzt Feierabend gemacht. Jetzt werde ich mal ein bisschen anfangen aufzuräumen, aufzubauen. Ein bisschen aufgeräumt habe ich schon. Hier hängt mein Handtuch zum Trocknen. Ich hatte eben gerade mir noch fix gewaschen. Deswegen hängt das da zum Trocknen. Und ich habe mein kleines Stativ gefunden. Sonst habe ich, gestern hatte ich nur das Ding hier benutzt. Und da hat eine Handyklemme drauf. Aber jetzt habe ich mein Gimbal, sage ich schon. Gorillapod von Rolei. Gucken. Ich mache mal hier richtig Licht an. Bisschen Flutlicht. Haare liegen auch wieder wie 7:30 auf 3/4. Damit wir das auch gleich vernünftig sehen können, wie ich da meinen Computer jetzt aufbaue, weil das werde ich heute nämlich tun. Ich werde heute 1, 2, 3, 4, 5 Runden spielen. Genau zu sein, werde ich Conquest Blade spielen. Es ist ein MMO. Ach, ich verlinke euch mal ganz einfach. Ich glaube, hier oben in der Ecke verlinke ich euch mal ein Video von Hand of Blood. Und mein Laptop hole ich jetzt von oben runter. Und ja, ich habe mich schon umgezogen. Das ist eine Jogginghose. Die ist bequem. Gerade am Abend. Dann haben wir hier meinen Laptop. Weil hier ist auch noch ein bisschen was Spezielles. Beziehungsweise, was heißt speziell? Ihr seht es ja gleich. So, dann haben wir die Tastatur. Sekunde. Da haben wir die Tastatur.
Hier haben wir den Computer. Dann setze ich mich jetzt auf meinen Sitz. Hier kommt der Tisch raus und hier ist die Mausablage praktisch. Das heißt, hier so sitze ich und zocke gleich eine Runde. Ich mach mal an, nicht, dass ich noch irgendwelche Updates ziehen muss. Achso, Strom muss ja auch noch ran. Der lag jetzt hier unter. Ich habe hier unter meinen, das ist ganz, ganz gut, dass ich hier einen angepassten Tisch habe, der halt ein bisschen höher ist. Und dadurch kann ich da perfekt das Netzteil vom Laptop unterverpacken. Ich könnte es auch hinten durchfummeln, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. So, da war wie gesagt diese ganze Woche noch nicht an. Mal gucken, was der für Updates machen muss noch, an Spielen oder sonstiges. Und meistens sitze ich dann so. Gut, das Licht hier oben mache ich dann meistens immer aus. Und den nehme ich auch meistens immer ab, weil er mir ansonsten vorm Bildschirm umhängt. Dann wird das Ding runtergezogen, richtig eingestellt. Und dann wird hier eine Runde gedaddelt. Keine Updates, alles easy, also kann ich zocken. Ja, das ist so ziemlich meine Beschäftigung, wenn ich abends länger stehe. Dazu mache ich gleich noch ein Discord an, Sex unterhalten. Und das ist halt das meine Abendsbeschäftigung. Wenn ich kurze Pause mache oder wenn ich keinen Bock habe auf Spielen oder auf Gaming, spiele halt am Tablet umher oder gucke hauptsächlich darüber Videos. Das ist meine Hauptbeschäftigung. Ich gucke da drauf Videos, viele Videos, auch jetzt tagsüber. Ich habe heute zum Beispiel zwischendurch auch mal so 3-4 Stunden gestanden. Deswegen müsste ich eigentlich nur eine 9er machen. Also wenn ich abends nur länger stehe oder tagsüber, wenn ich stehe, dann entweder schmeiße ich das Handy an. Deswegen habe ich halt wie gesagt den hier plus den kleinen Griff, stelle ich mir hier hin. Irgendwo, hier meistens hier vorne, kann ich sogar auf den Computer draufstellen, weil Gumminoppen mache ich aber meistens nicht, weil ich immer Angst habe, dass im Computer irgendwas passiert. Ja, das war's eigentlich. Zumindest für den heutigen Abend. Ist wie gesagt nicht jeder Tag gleich, aber ich zocke relativ viel unter der Woche, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich spiele viel unter der Woche, immer mal wieder. Ich habe heute schon überlegt, heute Nachmittag den PC aufzubauen, aber habe mir gedacht, ah nee, das machst du lieber im Video. Und da ich da nicht so schönen Orten stand, um das auch zu filmen, ich habe da gesehen, dass es auch ein bisschen nach vorne rausgeht. Es ging ja eigentlich um den Laptop, aber wurde ja trotzdem noch ein bisschen was von draußen gezeigt. Da ich das nicht konnte überall, habe ich es dann halt lieber hier sein gelassen und habe mir gedacht, okay, baue ich ihn heute Abend auf. So, wahrscheinlich werde ich heute so bis, also eigentlich um 8 bis halb 9. Und wir sehen uns morgen. Ich muss jetzt morgen, wie gesagt, nach Landsberg. Ach nee, habe ich ja gar nicht gedacht. Ich muss nach Landsberg einmal runter. Und dann einmal rüber wieder nochmal Richtung Bremen. Mal gucken, wie das wird. So, Freunde, es ist Mittwoch. Da steht der LKW und ich bin gerade auf der Suche nach einer Tankstelle und nach einem Dönerladen, der hier irgendwo sein soll. Irgendwo da hinten. Es hat heute alles einigermaßen gut geklappt. Ich mache heute eine 11er. Normalerweise würde ich mich heute so ein bisschen um den Videoschnitt kümmern, weil es ist heute Mittwoch. Allerdings bin ich ein bisschen müde, weil ich habe gestern ein bisschen übertrieben. Ich habe doch gestern ein bisschen zu lange gemacht und war heute schon den ganzen Tag ziemlich müde. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Und dann werde ich mich auch nachher gleich ab ins Bett begeben. Aber wir sehen uns, denke ich mal, gleich wieder, wenn ich das habe, was ich möchte. 24 Stunden laufen, das ist ja noch umso cooler. Mal schauen. Und falls ihr euch fragt, wo ich hier bin: Lutherstadt, Eisleben ist das, glaube ich. Ja, wenn ich mich nicht ganz stark irre, dürfte das hier sein. Ich sehe die Zapfstation. Oh, ich bin total übermüdet. Die Tankstelle sehe ich noch nicht, aber das Preisschild sehe ich schon mal etwas. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Die ist zu, beziehungsweise alles noch mit Tankstellenautomat. Oh, ich gehe kaputt. Ich breche gleich ins Essen, das nicht da ist. Also ich war gerade bei der LKW-Tankstelle hier noch, LKW-Tankstelle nicht, sondern LKW-Wäsche hier nochmal dran. Hier ist eine. Die waren noch voll in Ordnung, die Jungs. Die haben wir verklickert, was ich auch schon gesehen habe, dass so ein Tankstellenautomat ist. Und wo ich meinte, dass da unten ein Döner ist, das ist, die Firma heißt nur so. Ne? Die heißt Döhler. Und da gibt es wohl auch irgendwie Obst oder sonstiges. Aber ich sehe nicht so aus, als wenn ich jetzt Obst haben möchte. Ich sehe eher so aus, dass ich irgendwas Fettiges haben möchte. Und auf Döner hätte ich mich schon echt gefreut, Alter. Jetzt laufe ich den Weg wieder zurück. Und dann laufe ich nochmal 500 Meter in die andere Richtung. In Richtung Rewe. Da soll wohl auch eine Tankstelle sein. Und auch McDonald's. Aber ich wollte nicht bei McDonald's eigentlich essen gehen. Eigentlich nicht. Mal gucken, vielleicht sehe ich da noch irgendwas anderes. Google Maps ist auch nicht mehr das, was mal war. Gucken wir mal, ob ich jetzt gleich was zu essen bekomme. Ich sehe schon halb verhungert aus.
Glaubt mir das. Ich sehe wirklich halb verhungert aus. Ne, manchmal. Versuchung ist auf jeden Fall da. Ich mag Curry wenig so gerne. Aber ich habe meine China-Pfanne gekriegt und auch das andere, was ich wollte. Ist hier ein großes Rewe-Center. Ja, ist halt so. Jetzt muss ich nur noch knapp 1 Kilometer nach Hause laufen. Und das schnell. Ansonsten wäre das Essen kalt. Mission complete. Geh auf. Wir schon. Er will heute nicht. Oh, geh auf. Ja. Muss ich erst auf 3 Meter dran sein. Also ich habe jetzt sage und schreibe nochmal 3000 Schritte dazu gemacht. Also, keine Ahnung, 1,5-2 Kilometer nochmal gelaufen. Oh. Jetzt lasse ich lieber auf. Da unten ist es leicht schützig. Ich habe mein Happy. Und ich habe das andere, was ich niemals zeigen werde. Ah, oh, es ist herrlich. Aber müde bin ich jetzt gerade erstmal nicht, aber ich werde was essen. Und dann werde ich ab ins Bett marschieren. Also, wir sehen uns morgen wieder. Ich mache mir jetzt mein Essen, werde ich jetzt wie gesagt essen. Ich hoffe, dass es noch warm ist. Ich bin extra beeilt jetzt beim Rückweg. Also Rückweg war nicht mal 10 Minuten, habe ich mich echt beeilt. Flinke Füße gemacht. Hoffe, dass ich morgen nicht nochmal 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer laufen muss. Also, bis morgen Abend. So, hallo Freunde, es ist Donnerstag früh, 8 Uhr. Also noch nicht wirklich spät. Ich will euch auch mal zeigen, was ich mache, wenn ich abgeladen werde, beziehungsweise wenn ich Wartezeiten habe. Ich werde dazu mal das Licht hier anmachen, mit dem ihr auch mal in voller Pracht wieder seht. Und zwar nutze ich dafür das Tablet. Und zwar in den meisten Fällen, ich gehe mal kurz rein, gucke ich mir hier auf Amazon, ihr seht jetzt mal gerade in der Amazon Original Serie, gucke ich mir meistens irgendwie ein Filmchen an. Wenn es länger dauert und ich Bock habe, mache ich auch mal den PC an. Das kommt auch mal vor, aber meistens ist einfach dieses Gerät oder halt auch das Smartphone in der Hinsicht mein Hauptaspektpunkt. Es ist Donnerstag Abend, Nachmittag, 15.30 Uhr, also kurz vor Schichtende oder so, und ich mache jetzt Feierabend. Und ich bin noch leicht ein wenig verschwitzt, weil ich eben gerade abgeladen habe. Da war es etwas wärmer, war es dort. Heute ist wie gesagt Donnerstag. Normalerweise würde ich heute Videos schneiden, beziehungsweise schon mal die Daten zusammensammeln, weil Videoschnitt mache ich wahrscheinlich morgen oder Samstag oder Sonntag. Das kommt immer ganz drauf an, wie viele ich habe. Ich wollte heute eigentlich noch ein Video aufnehmen, warum ich jetzt aufs iPhone umgesprungen bin. Ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Ich glaube, ich mache das entweder nächste Woche oder zu Hause. Eins von beiden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Das heißt natürlich, heute bleibt mir dadurch ein bisschen mehr Zeit und das MacBook bleibt hinten kalt. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt erstmal gleich noch einmal Internet neu starten. Das mache ich hier hinten. Einmal so. Strom aus, Strom rein. Damit das wieder besser funktioniert. Ich habe nämlich eben gerade schon gemerkt, dass es ein bisschen umher spackt. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine Runde zocken. Ich habe heute ein bisschen mehr Pause, mehr Zeit. Kann halt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen Feierabend genießen. Wie gesagt, normalerweise Mittwoch oder Donnerstag bin ich noch mal ein bisschen am Videoschnitt. Seht ihr ja, wenn immer Mittwochs oder sowas ein Video rauskommt oder Donnerstags, dann ist es meistens direkt entstanden. Oder ich habe die Videodaten schon gehabt. Übrigens, Videodaten habe ich wahrscheinlich gefunden, muss ich noch mal kontrollieren, das sollte dieser Stick sein. Also vielleicht gibt es demnächst doch noch ein paar mehr Videos, weil ich noch mal ein bisschen was gefunden habe. Kann sein. Wie gesagt, muss ich mal gucken. Kann das durchaus sein, dass wieder die Videos erst am Montag online kommen. Weil unter der Woche habe ich meist noch ein bisschen besseres Internet. Das würde eigentlich heißen, dass ich heute eigentlich Videos schneiden müsste, damit am Sonntag noch was kommt. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Und wenn ich keine Lust habe, dann schneide ich auch kein Video. Soll ja immer noch Spaß bleiben. Ne? So wie der Anni in seinem letzten Video gesagt hat, es ist unser Kanal, beziehungsweise mein Kanal. Ne? Also bei ihm, er hat gesagt, es ist sein Kanal, ich sage, es ist mein Kanal. Und natürlich entscheiden wir, wann Videos online kommen. Ganz klar, ganz logisch, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ne? Wird auch niemals anders sein. Genauso, was wir in den Videos zeigen, das ist bei uns genauso. Erstens, nicht ganz so hardcore wie ich. Ich sag mir, wenn das Video mir nicht gefällt, dann schmeiße ich das auch nicht hoch. Dann habe ich es vielleicht zu Ende geschnitten. Ich habe es vielleicht einmal komplett zu Ende geschnitten. Aber nachher im Endeffekt sage ich mir dann, ich mache mal das Licht hier ein bisschen an, damit ihr ein bisschen besser seht. Wenn es am Endeffekt das Komplettwerk, wenn ich es mir danach nochmal angucke und ich sage, nee, das gefällt mir nicht, dann lade ich das nicht hoch. Fertig. Ende. Da bin ich eiskalt. Da bin ich auch eiskalt geworden. Früher habe ich auch einfach, ja, alles hochgeladen. Aber wenn ich keinen Bock darauf habe,
Beziehungsweise, wenn das Video mir nicht gefällt, dann kommt es nicht hoch. Das ist, dann bleibt der Kanal halt leer. Muss ich so sagen, wie es ist. Ne? Und wenn dann mal zwei Wochen kein Video kommt, dann ist das so. Und über die Weihnachtszeit wird wahrscheinlich sowieso nichts kommen. Also das sage ich so, wie es ist. Da werde ich, vielleicht mache ich da nochmal eine kleine Vorstellung. Ich habe mir nämlich noch was Neues gegönnt zu Weihnachten, aber das passt eigentlich auch nicht. Ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, aber den schenke ich mir selbst erst zu Weihnachten. Hört sich zwar blöd an, aber ich habe halt eine Tochter und damit da überhaupt was unter dem Weihnachtsbaum auch für mich ist, habe ich mir gedacht, stellst du den halt dann drunter. Gucken weiter. Wir sehen uns einmal sehen wir es noch. Ja, morgen Abend. Ne? Es war eigentlich nicht mal unter der Woche, aber morgen Abend gibt es noch mal ein bisschen was zu erzählen, was ich da mache, wenn ich freitags gleich nach Hause komme. Ist ziemlich ähnlich immer, aber da werde ich natürlich nicht im kompletten Haus filmen. Ich will euch jetzt auch nicht aufhalten. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ne? Bis morgen. So, meine lieben Freunde. Ich bin zu Hause angekommen. PC habe ich schon gestartet. Der macht auch schon wieder Windows-Updates. Ich liebe Windows-Updates nicht. Ich die Daten noch nicht runtergezogen. Aber ich will euch mal zeigen, so wie ich hier meistens, wenn ich Freitag nicht so müde nach Hause komme, also sprich, wenn ich nicht unbedingt um 2 Uhr in der Nacht angekommen bin, dann setze ich mich meistens hier auf meine Couch. Hier vorstelle ich mir mein MacBook. Und dann setze ich genau hier. Hinten liegt noch eine Tüte, die muss ich noch gleich wegräumen. Da ist mein neuer Monitor, den ich zu Weihnachten geschenkt kriege. Also, ich mir selbst schenke. Die Weihnachtsdeko ist jetzt halt angepasst, ne? Ist klar. Mach mein MacBook auf. Ich gebe mein Passwort ein. Photoshop ist auch noch offen. Also ich mache neuerdings mit Photoshop meine Thumbnails. Nicht, dass ihr euch wundert, dass die in der letzten Zeit ein bisschen anders aussehen. Ja, jetzt sah aus. Akku alle. Aber das war jetzt so meine Woche. Wenn der Ton jetzt nicht ganz so geil war, ja, der Raum ist halt noch relativ leer. Na, dauert halt noch ein bisschen. Ich muss mir noch ein paar Bilder besorgen. Will hier noch ein paar Bilder ranhängen, auch gerade hier so über mir. Damit das auch ein bisschen hübscher aussieht, ein bisschen schöner aussieht. Ja, aber das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal AirDrop ausprobieren. Das wollte ich die ganze Woche eigentlich schon, deswegen habe ich das auch mit dem Smartphone gemacht, das Video. Aber ja, das werde ich dann jetzt ausprobieren. Und werde vielleicht unten mal kommentieren, wie AirDrop gelaufen ist. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Also, wir sehen uns die nächsten Tage. Haut rein. Meine anderen Telefone klingeln schon wieder. Und Tschüssikowska.